Nein, ich war nicht durch. Ja, moin. Hallo Noah 27. Sei gegrüßt. Freut mich, dass du dabei bist. Und beim Versagen zuschaust. So, na komm. Das gibt's doch nicht. So, na komm. Und zurück. Und bald mache ich das Muster auswendig. Da kriege ich das auch hin. Muster lernen. So war das schon früher. Zu Arcade-Zelten. So ist das auch heute noch. Na komm, warum duckst du dich denn nicht? Das ist doch hier nicht. Kenne dich, weil du bei Marmeladenoma einen Kommentar geschrieben hast. Na dann. Herzlich willkommen. Einer aus der Marmeladenoma-Community. Die sind bei mir immer herzlich willkommen. Die Marmeladenoma-Community. Beste überhaupt. Natürlich ist meine natürlich die beste, das ist die zweitbeste. Meine Community, die Engdeutsche, das ist die beste Community. Aber nichts gegen die Marmeladen-Community. Freut mich auch mal. Und jetzt freut mich auch mal. Die Marmeladen-Oma-Community bei mir zu haben. Ich feiere deinen Namen. Der Koch. Was macht denn der hier? Meine Fresse. Ja. Den feiere ich auch, meinen Namen. Finde ich auch gut. Danke. Ich weiß. Mich immer zu sagen, Pflege. Übliche Dialog. Der Name ist cool, ich weiß. Ach du Scheiße, wo sollen wir uns jetzt hier verstecken? Da greift er uns. Jetzt haben wir hier wieder ein Rätsel, wo wir uns verstecken können. Na dann willkommen in meiner Community, Noah. Ach, wir müssen wahrscheinlich irgendwie mit dem Lift hochfahren. Dazu müssen wir hier erstmal entkommen. Das können wir vergessen. Wo können wir uns da im Bad verstecken? Wir müssen uns erstmal verstecken. Vielleicht müssen wir uns auf dem Weg irgendwo verstecken. Oh fuck. Ich darf uns erstmal nicht sehen. Ich bin ums Eck. Vielleicht können wir uns hier irgendwo hinstellen. Wie wär's denn hiermit? Wieso? Hinstellen. Okay. Ja, der Hausmeister hätte uns nicht gesehen. Ist leider nicht der Hausmeister. Der Hausmeister war leider blind. Der hätte uns da uns nur hinstellen müssen. Und fertig. Ja. Mach keinen Scheiß. Sie macht Scheiß. Was? Okay. Kleiner Bug am Rande. Ach, da eine Kiste müssten wir uns verstecken. Ja, jetzt kommen wir auch nicht mehr raus. Ja gut, der Koch steckt in der Tür fest. Ein kleiner Glitch. Ja, jetzt können wir uns eigentlich nur noch fangen lassen, oder? Klopapier. Haust jetzt ab. Ach du Scheiße. Kommt der rein, oder was? Bin ich da? Nein, da bin ich nicht.
Ach, ich lese gerade deinen Kommentar, deine Antwort. Ich habe sie hier gerade auf dem Laptop, dass du auf meinen Kommentar geantwortet hast. Aha. Okay. Aha, okay. Verstehe ich nicht ganz. Wie kommt man jetzt hier raus? Türklinke? Wir müssen zum Fahrstuhl irgendwie kommen. Kommt der gleich zurück, oder? Durch den Spiegel durch. Natürlich nicht. Vielen Dank für die Aufnahme deiner Community. Ja. Das hast du selbst gemacht. Indem du mich hoffentlich gerade abonniert hast. Den musste ich da nicht aufnehmen. Da tust du selbst. Ein einfacher Klick auf den Abo-Button. Und das dabei sein bei den Streams. Und das Schauen von meinen Let's Plays. Und drei einfache Sachen. Das macht einen zum Eglatum. Willkommen in der Eglatum Community. Und jetzt sag mir mal einer, wie ich hier rauskomme. Chance verpasst, weil der schon, wenn man hinter dem rausgehen müsste, hat er uns jetzt eingesperrt oder? Ja gut. Versuchen wir es mal so. So, jetzt müssen wir uns hier mal verstecken. Dann vielleicht während der reinguckt, hinter ihm rausgehen. Ja genau, aber die Tür ist zu. Die Tür ist verdammt nochmal zu. Aber während er rausgeht, können wir nicht. Müssen irgendwas in die Tür stellen vielleicht. Wie lange mache ich schon YouTube, fragt Noah 27. Ich mache jetzt fast ein Klopapier müsste ich vielleicht reinstellen irgendwie. Ich mache jetzt fast seit 4,5 Jahren YouTube. Im Februar, am 27. Februar 2021 feiere ich mein 5-jähriges YouTube-Jubiläum. Also den Kanal gibt es schon etwas länger, aber aktiv, daily upload seit dem 27. Februar 2016 mache ich fast daily upload. Na, das ist ja hier. Seit dem 27. Februar 2016 gibt es regelmäßig Content auf meinem Kanal. Den Kanal gibt es schon seit, ich glaube, 2015, seit Juni, Mai, Juni 2015. Aber 2015 habe ich dann noch nicht wirklich regelmäßig Content hochgeladen. Ach, jetzt siehst du mich. Oder was? Nee, kann ich aber nicht greifen. So, und jetzt! Wir müssen da Klopapier in die Tür stellen wahrscheinlich. Oder wie ist die Lösung hier? Ach du Scheiße. Da steckt er wieder an der Tür fest. Was ein Bug. Und nu? Irgendwie müssen wir die Tür aufhalten. Wenn er durchrennt. Ja, fang mich doch. Fang mich doch. Ne. Fang mich doch. Kriegst mich nicht? Nee. Hier, fang mich. Kannst mich haben. Hier. Nimm mich. Okay. Dann müssen wir wohl nochmal neu starten. Neustart von Kontrollpunkt.
müssen irgendwas mitnehmen. Wenn ich die Figur von dort drüben vom Regal stürzen. Klopapier. Aber wir haben nicht so viel Zeit. Da kommt er schon rein und knallt die Tür hinter sich zu. Hm. Das ist eine dumme Idee, Noah. Ach ja, jetzt war ich gerade abgelenkt. Vielleicht die Finger rufen, aber da kommen wir doch niemals hoch in der Zeit. Irgendwie müssen wir, ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwas in die Tür stellen. Wir müssen da irgendwas in die Tür stellen und dann... Das darf uns nicht sehen, dann haben wir Zeit hier. Okay, vielleicht den Eimer hier in die Tür stellen. Können wir den irgendwie... Nee, können wir nicht. Verdammt. Okay. Du kennst dich in dem Spiel nicht so gut aus. Ich auch nicht. Das ist blind, das Let's Play. Daran merkt man's. Dass ich scheitere. Daran merkt man's, dass ich... Dass das blind ist. Und wir müssen mal die Tür verschließen. Okay, jetzt ist er drin. Und wenn er rausgeht, dann schließt er die Tür hinter sich ab. Jetzt zieht sie ihn her. Okay, da wirft er Kisten runter. Hm, der kommt nochmal wieder, oder was? Da sind wir jetzt für immer gefangen. Was machen wir denn jetzt hier mit der Dose? Hm. Kommt der Kollege noch mal rein oder wie? Hier aufs Klo draufsteigen? Kann man sich an den Hangeln hier hochklettern? Am Klo lang klettern? Oder wie kommen wir jetzt hier aus dem Lager raus? Puh. Muss noch was erledigen, aber war echt nett hier, werde häufiger kommen. Das freut mich, na dann. Tschüss, Noah. Wir sehen uns vielleicht Sonntag. Sonntag stream ich wieder. Vielleicht kommst du Sonntag wieder zum Stream. Dann sehen wir uns beim nächsten Stream wieder. Werde hier bestimmt noch einige Parts brauchen. Die Dose fällt erst danach runter. Und gerne bis dann. So, vielleicht können wir den Spiegel zerbrechen. Tschüss, Noah. Grüßen wir die Marmeladen-Oma-Community. Na, sehr gut. Hier kommen wir durch. Spiegel zerbrechen. Jetzt hier hoch. Großartig. Da wäre ich auch nicht drauf. Wenn ich es nicht einfach mal experimentell ausprobiert hätte, da wäre ich nicht drauf gekommen. Wärt ihr drauf gekommen? Weil der Noah ist jetzt. Ach du Scheiße. Jetzt bin ich in dem Bereich gelandet. Jetzt mal an den. An den Lars, der hoffentlich noch da ist. Ja, das haben wir jetzt verkackt. Wir können es trotzdem nochmal versuchen. Mal an den Lars. Hättest du das hingekriegt? Also hättest du das gedacht beim ersten Versuch, so jetzt hier mal den Spiegel durchzubrechen? Das ist ja erstmal, also man sieht schon, jetzt wo ich es weiß, sehe ich, dass da ein Knacks im Spiegel ist. Also da. Aber okay. Man kann sich schon denken, okay, die Kiste fällt runter, irgendwas muss ich damit machen. Wie man wirft, das weiß man schon. Ja, also man kann es, aber so. Ja, ist so, ja, man kann drauf kommen, ist richtig. Aber wissen, ist klar, dass ich erstmal probiert habe, die Tür aufzukriegen, oder? Das ist logisch. Da bin nur ich so. Und habt ihr das sofort gesehen?
die Zuschauer haben das natürlich alle sofort gesehen. Das ist klar. Nachher in den Kommentaren von der Streamaufzeichnung, von den Streamaufzeichnungen Parts, will es dann jeder gewusst haben. Ich nehme die Puppe mit. Oh oh. Ich weiß nicht, ob das sonderlich gut war.